Als nächstes kommen wir zum Vortrag von Professor Heck. Da freue ich mich sehr drauf, denn ich hatte ja gerade schon erwähnt, im letzten Workshop im September, da fand ich es wirklich beeindruckend, wie Sie da 2 Stunden über das Stoffwechselmodell, wie Sie das hergeleitet haben von der Basis bis wirklich zu den Tiefen der Gleichung. Und was mich nachhaltig dann auch gestern noch, als in dem Vorgespräch beeindruckt hat, dass Sie es immer noch geschafft haben, so up-to-date zu sein, wie man nur up-to-date sein kann, dass wir dann über Artikel reden, die vor ein paar Wochen veröffentlicht wurden und mit denen man dann in den Diskurs geht. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und gerade das Konzept Critical Power ist ja etwas, was, glaube ich, in der Praxis durchaus oft genutzt wird, was ja auch einen Anreiz hat, weil wir ja im Grunde, wir wollen Performance verbessern. Es wird Performance oder Leistung gemessen. Das ist ja erstmal verlockend. Und ohne jetzt vielleicht schon zu vorwegzunehmen, ist das natürlich ein kleinerer Bereich, für den dann Vorhersagen möglich sind. Da wird Professor Heck noch darauf eingehen. Ja, da sind wir gespannt auf jeden Fall, was zum Beispiel das Modell sagen würde oder was man da erklären kann. Wir haben es ja grundsätzlich immer damit zu tun, mit der Problematik, dass wir ja Sachen messen und dann hoffen, dass das auch der Fall ist. Aber auch schon bei Sachen wie einer Sauerstoffaufnahme oder einer Laktatkonzentration haben wir ja immer das Problem, dass das, was wir messen, ja nur ein Teil ist und es hat mit verschiedenen Kompartimenten zu tun. Und von daher ist es manchmal dann doch schwieriger, wenn man da sich kritisch mit befasst. Und darum soll es ja auch heute gehen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was Sie gleich erzählen werden. Ich werde mich gegenüber von Ihnen positionieren und sollte irgendwas noch, bin ich auch schnell hier. Also meine Bestzeit, glaube ich, von hinten nach vorne in den Hörsaal, auch wenn ich kein Sprinter bin, sind so 5 Sekunden. Das sollten wir dann gut hinbekommen. Von daher, wir wechseln kurz das Mikrofon und damit darf ich das Wort an Professor Heck geben. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Achso, für die Leute, die sich wundern, warum hat denn jetzt der Herr Quittmann da so Kopfhörer um? Das hat keine ästhetischen Gründe, wenn dann überhaupt auch, sondern das ist im Grunde das Mikro, was in den Chat geht. Das ist quasi unsere Custom-Made-Lösung, damit wir auch hier beide Audiosignale da haben.